Juventus 78 Punkte, baute den Vorsprung auf Napoli auf 4 Zähler aus. Für Turiner waren der argentinische Stürmerstar Paulo Dybala 8., Juan Cuadrado 79. und schließlich Khedira 87. mit seinem 7. Saisontreffer erfolgreich. Der langjährige Juve-Verteidiger Leonardo Bonucci 28. hatte zwischenzeitlich für Milan, das auf Platz 6 liegt, ausgeglichen. In Sassuolo brachte Matteo Politano, 22. Hausherren früh in Führung, für Favorit Neapel reichte es nur noch zum Ausgleich durch ein Eigentor von Sassuolos Juventus-Leihgabe Rogerio, 80. Video, Transferfenster und Boxing Day, das ist neu in der Serie A.